Hallo, herzlich willkommen zurück mit zu meinem Zahnweh. Ich würde sagen, Joscha hat in der Pause gelacht und wollte trotzdem gleichzeitig trinken und hat sich dann ein schönes Glas an den Zahn gehauen. Das hat richtig laut geklirrt. Mein vorderer Schneidezahn schmerzt gerade ganz schön. Aber nichtsdestotrotz. Auch verletzt gehen wir in diesem Fall. Ja, genau. Ich bin nicht minder verletzt. Naja. Wie ihr. Also, wir haben ja schon mal reingeschaut, was die Ausgangssituation ist in der letzten Folge. Wir haben also ein sehr auseinanderdriftendes Ensemble hier an Meinungen. Mhm. Und wir haben den Fall, den uns jetzt erstmal zu Gemüte. Guck mal, der merkt sich das, wie man hier seine Case-Files ausbreitet. Ja, schön. Also, um was geht es denn? Es geht um Vincent. Vincent. Was? Vincent. Vincent Boule. Ist er young? Und Jenny guckt mich gerade an wie so ein. Ich weiß. Vincent. Wieso ist denn Vincent? Weil es Auge gesprochen wird. Und das klingt ja ganz grässlich. Basic-Regel für Französisch, du sprichst nie das Ende. Wenn dann T am Ende steht. Aber das V ist ja auch, klingt doch nicht nach einem V. Okay, ich bin jetzt auch nicht so gut, das was Französisch jetzt, angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Vincent. Korrekt. Also ich weiß, bei Hugo ist es Hugo, das finde ich ja auch noch, aber es hat ja noch was Ähnliches im Klang. Aber das klingt ja. Wir kommen nicht mehr übers erste Wort hinaus. Ich habe mir mal überlegt, ob du den Nachnamen vorliest, um ehrlich zu sein. Ich dachte so, nee, das steht doch da gar nicht. Leute, das wird eine lange Folge. Wir diskutieren jetzt schon eine halbe Minute über das erste Wort. Ey. Okay, lies einfach vor. Wer auch immer. Wer auch immer ist ein junger, verwundeter Soldat. He lost his leg below the knee to a Prussian cannonball. Diese Preußen. He was discharged from the military and moved in with his mother and younger brother, 14-year-old Matteo, to an apartment in a tenement. Not long ago, Vincent's brother fell from a window. The doctors say that he broke both legs and his pelvis and would probably never walk again. We learned that on the night of the incident, a loud quarrel could be heard from the widow's apartment. We asked the doctors from Hotel Dieu to examine the boy a second time, and they found both old scars and fresh bruises on his body. Oh nein, also er hat sich das Becken und die... Becken, Pelvis. Ja, ja, das heißt ja auch auf Latein also. So. Also ein verwundeter Soldat, der jetzt mit seiner Mutter zusammen wohnt und seinem jüngeren Bruder. Genau. Der aber aus dem... Genau, der hat sich verletzt und der Doktor hat bei der zweiten Untersuchung herausgefunden, dass es scheinbar auch andere ältere Verwundungen, Narben gibt und... Ja. Ja, wahrscheinlich verprügelt der einen oder tut ihm Schlimmeres an. Die Frage ist, warum ist er aus dem Fenster gefallen? Ja. Gefallen? Neighbors told us that during the first months after the return of the wounded soldier, they did not notice anything disturbing. However, eventually, they began to hear screams at night. Monson was sometimes seen with a bottle of wine and reeking of alcohol, behaving aggressively. We have arrested Monson Boule, hoping for incriminating testimonies given by his mother and brother. However, she claimed that her son is young and stupid and fell from the window by himself. The boy has refused to talk to us. Also es stellt sich ja scheinbar so dar, der Verdacht liegt also... Dass der große Bruder dem Kleinen, weil er so frustriert ist, sein Bein verloren zu haben und die Kriegstrauma scheinbar irgendwie verarbeitet, verprügelt seinen jüngeren Bruder. Und ja, sagen wir, er verarbeitet es nicht, aber er scheint traumatisiert auf jeden Fall zu sein. Ja. Und... Naja, er tut ihm halt schlimme Sachen an. Er tränkt sich und seine Sorgen in Alkohol und lässt seinen Zorn am Bruder aus. Möglicherweise. Ja, da stand jetzt nur, da gibt hier ja nicht einen Beweis dafür bisher. Und die Mutter will natürlich ihren Sohn, oder das heißt natürlich, die Mutter will ihren Sohn schützen. Gleichzeitig schützt sie dadurch den Jüngeren natürlich nicht. Schwierige Sache. Und der Jüngere ist wahrscheinlich so eingeschüchtert, dass er gar nicht reden will. Ja. Aber gucken wir uns erstmal an, bevor wir ein voreiliges Urteil fällen. Es geht um Zeugen, die Eventkette, Medienumstände und die Persönlichkeit. Ja. Wir haben den Ask-Trap. Ah, Trap! Und 6 Fragen. Also, wir haben... Die Umstände. Den verwundeten Soldat. Der ist... Ein Personal... Also ich würde sagen, das ist seine... Das ist seine Persönlichkeit? Ja, weil das hängt ja mit seiner Persönlichkeit zusammen. Dass er verwundet ist? Naja, da war ja auch der Beruf, war ja auch Persönlichkeit. Okay, also aber es könnte auch ein Umstand, also es könnte ja auch ein Curse of Events sein.
Nee, oder? Das andere. Aber nehmen wir erstmal das andere. Fall from the window. Genau, das ist auf jeden Fall Curse of Events. Gut. Scars and Bruises. Das ist das. Also, ne, die Verletzungen des Jüngeren. Witness ist der Angeklagte? Nee, sind die Zeugen. Das, ach, stimmt, das sind die Zeugen. Ja, der dann. Sie die Zeugen, Zeugen sind Mutter und Bruder. Ja. 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 Return of the Wounded Soldier gehört ja noch in die Kette hier rein. Ja. Ich habe das Gefühl, das hier ist die Falle. Mhm. Aber das hier ist auf jeden Fall auch ein. Das wurde auch ne, das ist auch Curse of Events, ja. Of course, ja. Return of the Wounded Soldier. Also, ist das dann mildernde Umstände, weil das er verwundet ist? Oder ist aber das. Ist, nee, aber ist das das oder das obere das? Der mildernde Umstand. Ich hätte jetzt halt das hier eingeordnet. Nee, ich nicht, wieso? Na, aber kann ich ja auch nicht. Naja, naja. Das gehört in die Eventkette halt, dass das irgendwann so jetzt. Oder ist das die Falle? Nehmen wir erstmal das obere. Und das willst du hier oder da haben? Eigentlich ist beides richtig, würde ich sagen. Nehmen wir es mal in die Persönlichkeit mehr ein bisschen, ne? Nein. Okay, dann ist es. Dann ist es. Ja. Sind es die mildernden Umstände, weil er ein verwundeter Mann ist. Richtig. Aber das verstehe ich nicht, weil meistens ist es ja auch bei den Berufen beides gewesen. Hm. Das ist irgendwie ein bisschen inkonsequent manchmal. Ja, das ist dann seine. Ja, aber ist warte. Eins ist die Falle. Ich glaube aber, das gehört, ist ja nicht seine Persönlichkeit. Nee, daher. Seine Persönlichkeit. Gut. Ja. Easy. Genau, aber siehst du, das eine ist ja genauso wie das andere. Also wieso ist denn jetzt für Rückkehr des verwundeten Soldaten seine Persönlichkeit und nicht der verwundete Soldat? Also es ist nicht ganz klar. Ja, mildernde Umstände finde ich auch mal komisch ausgedrückt. Das ist ja auch kein mildernder Umstand. Ja, verwundeter Soldat, das kommt ja auf den Kontext drauf an. Ja, richtig, ja. So. That's me. Er hat gefragt, ob er so heißt, wie er heißt. Ach. Did you have anything to do with your brother's fall from the window? Lass mich raten. Nein. The stripling was playing on the window sill and he just slipped. Er ist nur ausgerutscht, klar. Do you not appear to feel sorry for him? You do not appear. He had an accident. Things like that happen. An accident? So you were involved? Not involved. Not, stand da. Not involved? You couldn't handle the Prussians. So he started fighting with the family. Boah, das ist ja richtig mies ausgedrückt. Der geht ja ganz schnell rein hier. Hallo? Mother first drove my father to death, and now she doesn't really look after my brother. You should ask her. Oh, da ist auch Frust. Werden wir. Das Problem ist, wir hatten ja in der letzten Folge mal reingeguckt, wir müssen es eigentlich mit dem Volk halten. Ja. Wir können den Mann eigentlich unmöglich hinrichten, wenn wir nicht selber hingerichtet werden wollen. Ja. Also müssen wir aber die Jury davon auch überzeugen, weil mit der wollen wir uns das auch nicht verscherzen. Warte mal, nee, warte mal. Ah nee, ja doch, das ist das Volk. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen echt Freispruch in so einem Fall wahrscheinlich rausnehmen. Also wir gucken erstmal. Genau, wir gucken erstmal. Also. Sind sie der Armee als junger Mann beigetreten? Ihre Nachbarn sagen, dass, als sie zurückkehrten vom Krieg, waren sie erst sehr still. Genau, und dann hörte man nachts aber Schreie. Mhm. Dann können wir die Witwe, Mrs. Boole, als Zeugin reinrufen. Wie würden sie ihre Beziehung mit ihrem Bruder beschreiben? Aber das ist gleich eine fiese Frage. Also ich meine, die kann ja auch. Das finde ich seltsam. Ja. Es ist, finde ich, eine neutrale Frage, die sich in eine Richtung lenken könnte. Ich finde es cool. Hier werden wir schon mehrfach darüber diskutiert. Aber ich zum Beispiel, man könnte hier zwar diese Symbole lassen. Ja. Aber trotzdem so eine Fallenoption hier einbauen, dass du dem nicht 100% vertrauen darfst. Ja. Nur so als Idee noch. Haben sie getrunken in der Nacht, als ihr Bruder aus dem Fenster gefallen ist? Und wie lange waren sie in der Armee? Das heißt, wir können ihn als. Ja, okay, das Volk denkt, oh, ein Mann der Armee, wer kann er was Böses tun? Ja. Und er hat schon genug durchgemacht noch dazu, ein Bein verloren. Ja. Also dann. Na, wir gucken mal. Did you join the army at a very young man? I was under 20. Losing a leg must have been a difficult experience. I don't want to talk about it. Junge, ich versuch dir eine Brücke zu bauen. What did happen? I don't want to talk about it. Citizen, tell us how you lost your leg. I don't remember. Danny, das Volk. Oh nein, sorry.
Maybe he was shot in the head, not in his leg. Fine. Let us assume that you do not remember that exact moment. What about the day of the incident? Were you on the offensive? Were you on the offensive? That has nothing to do with that stupid child falling out of the window. Citizen, we do you a favor by listening to you. Be so good as to not shout. Der macht's uns aber auch echt schwer, nett zu ihm zu sein. Did you start drinking because of your leg? No, it's insomnia. I can't fall asleep these days without a glass of wine. Ja, aber warum kannst du nicht schlafen? Ja, ist ja wohl klar. Schmerzen und Trauma. Ich finde, der macht das jetzt echt. Also ich finde, wenn, also fand ich jetzt komisch, wenn das das Symbol, oh, das geht, das soll die, sein Gelaber gerade, soll die Jury davon überzeugen, ihn laufen zu lassen? Ich finde, das ist manchmal eher, also auch die negativen Sachen, die wohl total negativ, also die hier zur Guillotine führen, finde ich, wie gesagt, ja manchmal auch gar nicht negativ. Ja, ich meine, er hat sich so, er hat nichts getan um der Brücke, ne? Er hat sich gerade so ein bisschen als War Hero darstellen können. Zweite Chance. Du, wenn der mir jetzt nicht entgegenkommt, ey, dann fall bei. Hallo, du willst, wenn wir hier Game Over gehen, ist es deine Schuld. Aber ich glaube, das kann man gar nicht an so einem frühen Zeitpunkt. Ach, wir sind jetzt, ich tippe mal, dass wir Ende des ersten Aktes langsam sind. Aber meinst du wirklich, man kann im ersten Akt dann sterben? Ja. Das ist interessant, aber spielst du dann neuen Richter, ist die Frage? Nein. Oder Ende des Spiels? Dafür bist du Game Over. Ich meine, der Witz des Spiels ist ja, dass sie, glaube ich, soweit ich weiß, eben sehr, sehr viele Fälle designt haben. Es gibt diese großen halt wie King. Ja, ja, klar. King Louis, der ist natürlich immer da, aber alle anderen Fälle sind, glaube ich, random. How long did you serve in the army? Over a year, the whole time, or with thinking about going back to my mother and brother. And once you returned home, the trouble started. They didn't understand me. They don't know what it's like when your friend's blood splatters over your face. They were complaining that I scream at night. I was calling Pinar. I dreamt about him every night. A bullet went through his cheek. Oh. Der hat aber mal so ein richtiges posttraumatisches... Ja, sorry. Und das ist... verständlich. Also ja. Auch, dass er nachts schreit und Angst hat. Und das Schlimme ist, wir sind noch ungefähr 100, 160, 170 Jahre davon entfernt, dass es auch nur annähernd akzeptiert wird, sowas. Ne? Ja. Did Pinar survive? I don't know. 2 days later I was hit by the cannonball. I have no idea what happened to him. Oh. Your neighbors also complained about screams. They never had to shake someone's guts off their shoes. What do they know about screams and fear? Do you want us to feel sorry for you? You can all go and jump in the river, for all I care. Hm. Oh, jetzt ist er mal Freispruch. Dafür, dass er gerade empfohlen hat, dass alle sich im Nein, aber er fühlt sich, ersäufen sollen. Ja, come on, er fühlt sich angegriffen. Also ich finde, das spielt ja schon, also nicht, dass er spielt, aber ich finde, das ist schon authentisch. Der wird jetzt nicht total verständnisvoll für die Welt sein, wenn es ihm so schlecht ja, wird. Ja, aber man halt mir mal fest, der Mann ist auf jeden Fall hoch gerade traumatisiert. Wir haben aber bisher keinen Anhaltspunkt, der ihn entlasten würde. Aber wir haben auch keinen Beweis, dass er es war. Das stimmt. Darfst du nicht vergessen, ne? Nur, ja. Ich meine... Wollen wir mal... Das Ding ist, wir können es jetzt natürlich sagen, hä? Okay, traumatisierter Mann, passt schon. Nein, aber wir sollten zumindest die Zeugin rufen. Da müssen wir dann aber aufpassen, dass sie die richtige Frage stellen. Ja. So, die Mutter bitte. Oh Gott, wie sieht das... How did your youngest son fall out of the window? Oh, wir haben nur eine Frage. Bin ich gespannt. Ja, aber in welche Richtung wird die gehen? No. I think he was playing on the windowsill. It happened at night, right? Well, yes. Hmm. Did he often play at this hour instead of sleeping? My son doesn't have a father. Sometimes he's hard to control. What were you doing on the night of the incident? When your son was playing. I was doing the laundry. The boys constantly stain their clothes. And as I work all day, I have to wash them later. And your older son? What was he doing? I'm not sure. Macht ja auch Sinn. Could he have been sleeping? No, no. He suffers from insomnia and... He's beating his family!
Hey, ich dachte, da sitzt das Volk. Das Volk ist für Freispruch. Was soll das? Der ist revolutionär. Mhm. Do your sons get along? Verstehen sie sich? Hat Vincent sie jemals geschlagen? Hat sie jemals geschlagen? Also genau, hat der Sohn sie jemals geschlagen? Hat der Sohn jemals die Mutter geschlagen? Ja. Oder verstehen sich die Söhne? Boah. Also ich meine, bei der unteren Frage könnte sie lügen. Wenn sie dann Nein sagt, dann entlastet das so ein bisschen die Situation. Genau, aber bei der oberen Frage, das sind halt... Ey, komm mal, wie weit die auseinander sind vom Alter. Also ich finde, die Frage ist seltsam. Na dann. Weil die sind beide seltsam, finde ich. Hat er sie jemals geschlagen? Of course not, monsieur. Was he shouting at you? I can't sleep recently and sometimes he raises his voice. But it passes when he sleeps well. His leg hurts where the stitches were, and I sometimes buy a bottle for him. Men always feel better after he drink. If you do not buy him a bottle, does he get angry? No, 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 my son never gets angry at me. No, no, no. Die sagt zu oft no. Oh, sorry. Überklickt. Könnt jetzt versuchen, die 100. Sekunde rauszufinden, wo das Ding hat. Sorry. Then I'd, could you afford a bottle for him? I don't remember well, you know, I'm old, but no, I don't think so. Oh, shit. Oh, es hat nichts verändert. Okay. Ja, eigentlich haben wir jetzt die einzige Chance, dass die Jury dann auch noch mit uns einverstanden ist. Wenn wir eine von den Fragen fragen, geht er wahrscheinlich sofort ins Gefängnis. Ja. Also von der Meinung. Ah, wo stehen wir denn gerade? Aber die Frage ist... Minus 11. Das Problem, was ich finde, ist, eigentlich ist, ich meine, klar, ist Todesstrafe ist der Tod, aber im Endeffekt ist Gefängnis ja auch schuldig. Na, also bei beidem ist es entweder... Also ich finde, bei dem Fall ist es wirklich so, dass beides sein kann, wenn man ehrlich ist. Ja. Dadurch, dass der Fall uns hier halt keine Gegenbeweise bringt, ist es aber sonst auch so, sonst ist es ja zu offensichtlich ja oder nein. Ist auch ganz selten, dass mal Leute hier gestehen oder so, ne? Ja. Bis auf den Architekten, ja. der so... Aber ja. Ich finde, es ist meistens sehr eindeutig. Mhm. Und hier, finde ich, ist es eigentlich nicht so eindeutig, weil das Spiel mit Absicht irgendwie wieder in die eine oder andere Richtung... Ja, es ist immer so Grauzone, ne? Ja. Ich meine, das Problem sind halt die Verletzungen des Jungen, die er hatte vorher, ne? Die Narben, aber wenn er Narben hat, dann müssen die viel älter sein. Dann müsste der hier ihn schon seit 5, 6, 7, 8 Jahren quälen. Hm. So eine Narbe entsteht nicht einfach. Gut, aber stimmt, er war ein Jahr in der Armee. Ja, das kann also entweder er macht es schon immer mit seinem Bruder, oder die Mutter ist es selber. Offensichtlich, ne, könnte es auch die Mutter sein. Das kann man aber hier leider nicht. Ja, man kann nach den Nachbarn fragen, man kann die Beziehung beschreiben lassen und wir können. Aber so ist das Spiel ja dann nicht. Über das Trinken reden. Oder wir sprechen ihn jetzt frei. Oder wir sprechen ihn jetzt frei, war es voll glücklich. Für das Volk. Für das Volk. Dafür richten wir den nächsten wieder hin. Jetzt bin ich gleich gespannt, ob wir den Report... Mal gucken, mal, wenn wir... Ja. Nur mal gucken, das ist gar nicht schlecht, wenn wir sagen... Ach, guck mal, mit Gefängnis sind sie einverstanden. Näher einverstanden, ja. Ist ja auch näher dran, aber... Nee, aber sie sind nicht negativ, wenn wir ihn jetzt ins Gefängnis stecken. Wir kriegen einen Bonus, meine ich. Es geht ins Plus. Ja. Erst wenn wir ihn hinrichten, sind wir auch tot. Sind wir definitiv tot. Weil ich mich frage, ob das uns davor schützt. Aber wir könnten. Wir könnten dann eine schlechte Frage stellen und das ist doch gut. Das finde ich ein Kompromiss. Also ein bisschen unserem richterlichen Amt gerecht zu werden. Ja, aber ich finde trotzdem, es gibt noch keinen Beweis dafür, dass er schuldig ist, wenn man ehrlich ist. Ja, deshalb geben wir jetzt eine Chance, sich reinzureiten. Dann können wir ihn ja immer noch freisprechen und dann widersprechen wir zur Not der Jury. Stimmt. Aber war nur eine Chance. Er hat eine Chance, sich jetzt so richtig verdächtig zu machen. Genau, mit welcher Frage könnte er sich am ehesten verdächtig machen? Wir können nach der die Beziehung zwischen den beiden... Ja, nee. Also die sind so weit auseinander vom Alter, das finde ich seltsam. Seine Wutausbrüche. Ich glaube, es geht auch weniger um die Beziehung zwischen den beiden, sondern wenn er ihn schlägt und so, dann sind es halt wirklich seine Wutausbrüche. Selbst er mag ihn lieben, glaube ich. Ich glaube sogar, dass er ihn lieb hat. Nur... Wenn er diese Stresssituation hat und das muss einfach raus, dann ist das, glaube ich, egal. Ob er aber dann ist das trotzdem nicht die beste Frage für mich von den dreien. Haben sie getrunken? An dem Tag. Oder sein Geisteszustand? Lieber der Geisteszustand, glaube ich. Weil haben sie was getrunken? Wenn der jeden Abend momentan gegen die Schmerzen trinkt, ist das total die random Frage, finde ich. Okay. I don't understand the question, monsieur. Of course he doesn't. Squeaky clean that one.
For some time now, your neighbors have been complaining about you. When you started drinking, they began to hear screams from your apartment. I haven't been getting along with my mother recently, but I was nothing serious. Okay. Der Mutter kam er nicht klar. Okay. You did not get along? Or were you arguing? Nothing serious, just some small disagreements and Meinungsverschiedenheiten. But it did not start straight after your return. I just can't sleep lately. Sleepy people are often easily irritated. Das stimmt, und aggressiv. Ich zumindest auch. Ja. Wenn ich mehrere Tage schlecht schlafe, definitiv. Und Jenny dann hier morgens treffe auf dem Weg in die Küche? 6.30 Uhr, da triffst du mich nicht auf dem Weg in die Küche. Nee, nee, nee. Jetzt sind wir schon mal Prison, siehst du? Ja, aber es ist alles noch nicht so, dass man ihn jetzt dafür halt ins auch einsperrt, ne? Nee, ich fand jetzt auch nicht, dass das jetzt... Man köpft ihn aber auf keinen Fall bisher. Also das ist sorry. Nein, ich finde auch, der hat ja auch, ist ja auch keiner gestorben. Also wenn überhaupt, ist es ja... Naja, aber sein Bruder hätte sterben können, wenn er ihn auf... Nehmen wir mal an, er hätte ihn aus dem Fenster geworfen. Klar. Also aber er ist angeklagt für Verstümmelung und Angriff quasi. Oder Körperverletzung wahrscheinlich, ja. Heutig übersetzt. Willst du ihn noch eine Frage stellen, oder wollen wir ihn jetzt verurteilen? Na, was würdest du denn jetzt sagen? Ich würde hier auf diese Nacht mal hingehen. Ja, dann mach das doch mal. No, monsieur. The night I was sober, nicht getrunken, your neighbors heard screams. Probably from the street, maybe there was another lynching or something. I don't know, I was sleeping. Ohne Alkohol. Did you take your brother to the hospital? No, one of our neighbors did. I found out about everything in the morning when they came to complain. So, er hat nicht mal mitbekommen, was passiert ist, oder überhaupt hat er es nicht mehr mitbekommen? Ja, er hat ihn halt nicht ins Krankenhaus gebracht, was total Sinn macht, weil, sorry, der Mann hat nur ein Bein. Der kann seinen Bruder jetzt nicht ins Krankenhaus tragen. Aber er hat gesagt, er hat am nächsten Morgen erst rausgefunden, was passiert ist. Why did you not take him yourself? Were you ashamed? Were you ashamed? I couldn't sleep for 3 nights, so when I finally managed to, I slept like a dog. Einfach geschlafen, während sein Bruder... We heard you yelling. Das macht ihn verdächtig. Did you visit your brother? I was sitting by him when an officer of the guard came to interrogate him. Matteo was asked a bunch of questions, but didn't say anything. I guess he was ashamed to have ruined his health in such a stupid way. Das ist natürlich blöd, ne? Er saß halt daneben, während sein Bruder verhört wurde. Ja. Kein Wunder, dass, also wenn... Aber so oder so hätte, glaube ich, so ein kleiner Junge würde das wahrscheinlich so oder so nicht sagen. Aber ich würde halt sagen, es gibt nicht den eindeutigen Beweis. Okay, was spricht gegen ihn? Ist einmal, dass man Schreie gehört hat in dieser Nacht und er sagt, er hätte geschlafen. Ja. Und dass es Verletzungen gab. Wobei eben auch Narben dabei waren, die älter sein dürfen als... Ja. Aber mich überzeugt es auch nicht so 100%, deshalb würde ich nicht sagen, okay, sprechen wir ihn halt wirklich frei. Ja, oder gegen ihn ins Gefängnis. Also ich finde... Ja, aber ich finde, jetzt die Beweislast ist jetzt nicht so eindeutig gegen ihn, finde ich. Ja, aber es ist auch nicht wirklich für ihn. Ja, deshalb aber im Zweifel... In der Mitte. Nee, also im Zweifel ist hier ja wohl eindeutig die Mitte. Im Zweifel für den Angeklagten. Nee, das haben wir bisher ja auch nicht so gemacht. Im Zweifel Gefängnis. Also wir waren noch ganz oft so, dass wir meinen, ja, okay, das wäre jetzt zu hart, ihn zu köpfen, aber so darf man das ja nicht sehen. Ja, aber es gibt keinen eindeutigen Beweis, dass er seinen Bruder da aus dem Fenster geschubst hat. Es gibt Indizien, aber es gibt jetzt auch Sachen, aber er könnte ja auch, entkräften. Er kann auch gelogen haben, richtig. Ja. Das ist halt. Ich würde ihn freilassen. Ich mach den halt frei, das wollte ich ja von vornherein, aber ich finde, je mehr du jetzt gefragt hast, desto mehr klang es dann doch auf schuldig. Du willst ihn ins Gefängnis haben? Ja. Echt? Ja. Weswegen? Weil ich finde, er lügt, also es klingt so, als würde er lügen zumindest. Aber das Ding ist, ja, absolut, ich bin da voll bei dir, es klingt so, als würde er lügen. Aber und weil es halt hier weil es ja sozusagen in diesem, natürlich in Wirklichkeit nicht, da gibt es nur schuldig oder nicht schuldig, aber ich finde, hier gibt es ja 3 Optionen. So. Nein, es gibt schuldig oder das nicht. Das ist ja nicht für Lebens, das ist ja, hier steht nirgendwo lebenslange Haft. Nee, ja, aber die Optionen sind unschuldig, schuldig, super schuldig. Tja. Das ist dann einfach die besondere Schwere des Verbrechens. Ja. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir bei beiden aber nicht sicher. Ich glaube, ja, deshalb durch die Narben und so, die er ja hat, ist es entweder, also ist es offensichtlich, ist es entweder er oder die Mutter. Ja, einer von den beiden misshandelt den Kleinen. Ja, aber wir können nicht sagen, wer. Und jetzt das Spiel es auch nicht zulässt, dass wir das auf die Mutter schieben. Na, wir könnten jetzt die letzte Frage noch fragen, die könnte uns vielleicht helfen, aber ich würde es jetzt nicht riskieren wollen, ehrlich gesagt.
Aber das ist halt genau das Ding, weil ich zweifle, weil es kann die Mutter auch sein. Es gibt nicht die eindeutigen Indizien dafür, dass er das Außer, Problem dass ist. Die Nachbarn behaupten, sie hätten ihn schreien gehört. Ja. Was ein Indiz dafür ist, dass er lügt. Ja, das ist das Einzige, was wirklich gegen ihn spricht, dass die Nachbarn sagen, man hätte Schreie gehört und dass er sagt, er hat geschlafen. Aber selbst wenn, er könnte im Schlaf geschrien haben. Das stimmt. Wenn er so Albträume oder so hat, dann schreit er halt. Aber wenn so ein Kind aus dem Fenster fällt, was übelst den Aufruhr gibt, dann kriegt man das doch eigentlich auch mit. Also ich meine, er hat behauptet, er hat 3 Tage nicht geschlafen. Es ist halt nicht ganz deutlich. Schreibt doch mal, was ihr hier gesagt hättet. Das ist echt schwer. Auf meine Verantwortung? Ja. Und beim nächsten Mal Tendenz zu Jenny. Ja, okay. Ist doch nett. Aber ich bin ja auch damit fein, dass wir sagen, er ist unschuldig. So, ich unterschreibe das auch, ich siegel das auch, geht voll auf mich. So, jetzt muss man die Fragenkatalog beantworten. Ja, dann viel Spaß. Eine Frage haben wir ja nicht gefragt. Hat er gestanden? Nö. Nö. Konnte er revolutionärer Natur? Nein. Jetzt wird das immer gefragt. Das ist die Standardfrage am Anfang. Unter welchen Umständen ist der Junge aus dem Fenster gefallen? Er hat hier, genau, das Oberste. Das da gespielt. Ja. Ich muss cleaning it, als ob. According to these statements, what was the invalid doing? Ach, der Invalide. Doing at the time of the. No, sleeping. No. Easy. Da-da-da. Das kann ich nur mit gutem Gewissen unterschreiben. Ja. So. Case dismissed. You may return home. Oh. I understand a certain lenience towards war veterans, but this is ridiculous. Thornville sieht das anders. Ja, das Problem ist, wir verlieren jetzt tatsächlich auch unsere Reputation natürlich, weil du so lange gefragt hast, dass sie jetzt auch Gefängnis waren. Das ist der Nachteil. Bei der Jury, ja. Ja. He'll be back in a week accused of murder. Das fände ich geil übrigens vom Spiel, wenn sie das mal machen würden. Und der nächste Fall, ne, jetzt so 2, 3 Fall Fälle ist später. Der Mord an dem, das kann echt passieren. Das kann, und dann Joscha, also hättest du es verhindern können, hättest du auf mich gehört. Ja, wenn er dann den Jungen umgebracht hat, ey. It doesn't matter what we have to say. You better take us into account in the future, sagt die Jury. Good job. Auch wenn Thornville nicht einverstanden war, aber jetzt haben wir uns ein bisschen gesaved wenigstens auch hier. Ja, sind wir fast gleich auch wieder. Boah. Verloren, aber das gleiche verloren und gewonnen. Reputation, Influence Points. Wunderbar. Auf nach Hause. La 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 la. Sagt die Zeit. Gucke gerade. Oh, noch nicht nach Hause. No. 27. Es gibt noch Jean-Marie Roland. Na dann. Der möchte was von uns. My name. Should not be unknown to you. Should, oder? Not be unknown to you after all. You whipped your shoes on it during King Louis' trial. Citizen Capet, not King. King Louis Auguste Bourbon, Duc de Berry, thanks to our flinging around half-truths and speculation, everyone is calling for my head, accusing me of corruption and treason, while you used our backs as a stepladder on your way up to the social hierarchy. Schon mal, das ist der Innenminister. Oder? Ja. Und er beschuldigt uns, wir würden auf den Rücken der Elite quasi nach oben klettern, schön die Leiter hoch. Corrupting politicians does not always work out. Danton does it. Morville tried to, but they caught you, happens. I will probably be dismissed from my station. I may even end up at the guillotine. But I will make sure your hat rolls right. Ich wollte sagen, das ist unser Feind übrigens. Ja, da ist er. Hallo, schön dich kennenzulernen. You will be my comrade in misery. Mein Kamerad in der Misere. Ja. So im Unheil. Naja, mein genau, im Moment des Untergangs. Mein Kamerad im Threatening a judge of the tribunal is an even worse idea than supporting a despised king and corrupting politicians of the conventions. Ja, man sollte sich nicht mit dem Richter des Tribunals anlegen, mein Freund. I will get rid of your candidate for captain of the guard. Then I will go after you. Oh Gott. Oh, ja, also wenn wir, jetzt sind wir noch mehr unter Druck gesetzt, unseren Kandidaten zu unterstützen. Absolut. It took me and my wife too long to get to where we are. I will not die because of some overboost maggot that likes to call himself a judge. Geil.
You will see how we wage war in Paris saloons. You treacherous mongrel. Ich weiß nicht, was ein Mongrel ist, aber das ist auf jeden Fall verräterisches. Was auch immer. Ich glaube, wir haben einen neuen Freund gefunden. Ja, geil. Ach. Oh, die ganze Familie sitzt mal im... Ich würde sagen, das... ist ein... ein Brief für die nächste Folge. Ein Brief für die nächste Folge. Ja. Na, dann. Super, ich überfliege ihn. Für den Fall, dass wir ihn nächste Folge am Anfang nicht mehr sehen. Man weiß es nicht. Na, dann gucken wir vorher nochmal hier rein. Genau. Na dann, bis dann. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Jetzt mach schon! Ich ärgere dich nur. Tschüss!